Moin Moin, hier ist Dietmar von tariftipp.de mit dem Test des brandneuen Huawei P30 Lite. Ja, das P30 Lite ist natürlich der kleine Bruder des P30 bzw. P30 Pro und gleichzeitig der Nachfolger des Huawei P20 Lite. Das war das meistverkaufte Smartphone in 2018. Insofern tritt das P30 Lite hier ein schwieriges Erbe an. Aber genau wie beim Vorgänger hat man auch hier beim ersten in die Hand nehmen wirklich schon mal ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das ist wirklich toll verarbeitetes P30 Lite und kostet 369 Euro, kommt ab dem 7.5. auf den Markt. Es gibt auch eine Vorbestelleraktion mit FreeBud-Kopfhörern, dazu später mehr. Und ja, jetzt hoffe ich, habt ihr Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Test und schon geht es los. Ja, wir starten mit dem Unboxing. Das hier ist der schlichte Verkaufskarton des Huawei P30 Lite. Steht nichts drauf, außer dem Namen, auch hinten keine Specs. Wir schauen mal, was wir im Karton so finden im Lieferumfang. Hier ist natürlich das Smartphone selbst. Wir haben hier die keramikweiße Version bekommen. Richtig schick finde ich diese. Dann haben wir hier noch ein SIM-Tool. Das ist hier ein Pressesample, also nicht das normale Verkaufsmodell. Insofern fehlt hier die Bedienungsanleitung. Es kann auch sein, dass später noch eine Handyhülle dazukommt. Die fehlt hier auch. Stattdessen haben wir hier ein USB-Daten- und Ladekabel vom Typ C und einen Stromadapter, der ist Quick-Charge-fähig, also schnellladefähig. Kopfhörer sind auch noch dabei. Hier diese Standard-Kopfhörer von Huawei. Wie gesagt, eine Handyhülle fehlt hier. Kann aber sein, dass die normalerweise, wenn ihr die kauft, dann später dabei sein wird. Ja, kommen wir zur Verarbeitung und Wertigkeit des Huawei P30 Lite. Die ist hervorragend, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob diese Rückseite hier aus echtem Glas ist oder nur aus Plexiglas. Auch beim Rahmen fühlt sich sehr nach Aluminium an, kann aber sein, dass es Kunststoff ist. Ich konnte es wirklich nicht rausfinden, das verrät Huawei auch nicht, aber ist eigentlich auch egal. Das fühlt sich alles sehr, sehr wertig an. Und ja, das Gehäuse ist leider nicht gegen Wasser und Staub geschützt, da bin ich mir sicher. Und die Abmessungen sind mit 153 mm in der Höhe und einer Bautiefe von 7,4 mm schön schlank, 159 Gramm wiegt das Ganze. Und es wirklich fühlt sich ganz, ganz toll an. Das Display des Huawei P30 Lite ist 6,15 Zoll groß, das ist die Bildschirmdiagonale, also ein bisschen größer als beim Vorgänger. Ja, wie üblich mittlerweile sehr schmale Display-Ränder rundherum, oben dann diese Dewdrop-Aussparung, wo die Selfie-Kamera untergebracht ist. Und ja, es ist ein IPS-Panel, also kein OLED-Panel wie beim P30 oder P30 Pro, sondern ein IPS-LCD-Display. Und dementsprechend ist auch die Blickwinkelstabilität nicht ganz so gut, geht aber für ein IPS-Panel durchaus in Ordnung, ist so mittelmäßig, würde ich mal sagen. Und ja, gut hingegen ist auch beim P30 Lite die Bildschirmhelligkeit, die liegt bei 550 Candela maximal, das ist okay. Wir haben hier eine Auflösung von Full HD Plus, also 2312 x 1080 Pixel. Das ergibt eine Pixeldichte von 415 ppi, also insgesamt wirklich ein schöner Bildschirm hier beim P30 Lite von Huawei. Ja, kurzer Rundgang um die Bedienelemente hier, Lautstärke, Wippe, ein relativ kleiner An- und Ausknopf, aber sehr schön verarbeitet, muss ich sagen. Unten dann der Lautsprecher, das ist ein Mono-Lautsprecher, ein Mikro, USB-Anschluss, USB 2.0 ist das. Und dann auch der Kopfhöreranschluss hier, 3,5 mm analog Klinkenstecker. An dieser Seite gibt es gar nichts, sehr schön, finde ich, sehr schlicht sieht das aus, sehr, sehr schön. Oben dann der SIM-Schacht, das ist ein Hybrid-Slot, den schauen wir uns später auch nochmal an. Und auf der Rückseite neben der Kameraeinheit mittig platziert, genau in der richtigen Höhe, der Fingerabdrucksensor, der wie üblich bei Huawei auch super funktioniert. Ich habe hier mal die Gesichtserkennung auch schon eingerichtet, Face Unlock, wenn ihr das Handy aufnimmt, wird es zum Leben erweckt, erkennt automatisch euer Gesicht und ist entsperrt. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Ist zwar nur ein 2D-Scan, nicht ganz so sicher, aber funktioniert wirklich ganz toll. Also das würde ich als Nutzer, glaube ich, tatsächlich dann nutzen. Ja, Android haben wir hier in der Version 9.0, also Android Pie. Und darüber legt Huawei seine Emotion UI in der aktuellsten Version 9.0.1. Die kennen wir schon von anderen Smartphones. Alles sehr übersichtlich hier aufgereiht, auch die Schnittstellen. Das macht alles einen guten Eindruck. Und wenn ihr nach rechts wischt, kommt hier der Google News Feed oder Google Discover heißt das ja mittlerweile. Wenn ihr länger auf den Home-Button drückt, kommt der Google Assistant, der ist logischerweise auch an Bord. Also das ist alles so, wie man sich das wünscht. Und also ich komme damit intuitiv sofort zurecht.
Und ja, ich habe hier jetzt noch die drei Button-Navigationssteuerungen eingestellt. Das könnt ihr natürlich auch umstellen. Ich zeige euch das mal. Geht hier auf drei Tasten-Navigation. Dann gibt es hier Gesten, drei Tasten und den Navi-Dot. Ich schalte das mal um auf die Gestensteuerung und dann könnt ihr halt mit Wischgesten die drei Funktionen Taskmanager, zurück und Home nutzen. Hier mit dem Wisch nach links oder nach rechts kommt ihr ein zurück und so weiter. Sehr praktisch. Ja, ich zeige euch mal außer der Reihe schnell die Hintergrundbilder, die ihr hier auswählen könnt. Es sind nicht allzu viele, aber wie immer bei Huawei sehr geschmackvoll. Ich wähle jetzt mal hier einen anderen Hintergrund aus, damit das nicht immer gleich aussieht, das Smartphone. Wir kommen zum Thema Ausstattung und Performance und da wollen wir uns mal als allererstes den AnTuTu Benchmark-Wert hier anschauen. Das haben wir schon durchlaufen lassen und das Huawei P30 Lite kommt hier auf einen Wert von 133.609 Punkte. Wie beim Honor 10 Lite, der den gleichen Prozessor hat, das ist der HiSilicon Kirin 710, eine Octa-Core-CPU, die mit 2,2 GHz getaktet wird. Wir haben hier 4 GB RAM Arbeitsspeicher an Bord, also ja, mehr als genug, würde ich mal sagen. Der Prozessor ist ein Mittelklasse-Prozessor, also ist jetzt nicht so schnell wie bei dem P30 oder P30 Pro, also beim 89er, ist ein bisschen langsamer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, so schlimm ist das alles irgendwie nicht. Und wenn man zum Beispiel hier mal Traffic Rider gestartet hat, kann man auch wunderbar daddeln, also das ist alles kein Problem. Weitere Ausstattung, wir haben hier Bluetooth in der Version 4.2, ein FM-Radio ist an Bord, WLAN in der AC-Version mit 2,4 und 5 GHz, also schnelles WLAN. LTE könnt ihr bis 300 Mbit im Download nutzen, also das ist alles ganz vernünftig. Ist wie gesagt keine Rakete, aber ich finde tatsächlich mehr als ausreichend. Ich starte auch nochmal für euch hier Google Maps. Da merkt ihr, okay, es dauert einen kleinen Moment, aber das ist schon okay. Auch das Scrollen durch Webseiten funktioniert hier beim Huawei P30 Lite relativ ruckelfrei. Also von daher, für diesen Preis ist die Performance und auch die Ausstattung angemessen. Ja, hier seht ihr nochmal die Rückseite des Huawei P30 Lite. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es echtes Glas oder Plexiglas ist. Auf jeden Fall sehr schön und vor allem überhaupt nicht anfällig für Fingerabdrücke. Zumindest hier die weiße Version. Das ist prima. Der Akku ist fest verbaut, hat eine Kapazität von 3340 mAh und das reicht zu etwa einer Laufzeit von 700 Minuten. Sehr, sehr gut. Schnellladefähig ist er auch. Hier seht ihr nochmal das schnellladefähige, Quick-Charge-fähige Ladegerät. Wunderbar. Allerdings ist der Akku nicht induktiv, also nicht kabellos ladbar, was allerdings in dieser Preisklasse auch ein bisschen ja, zu viel des Guten wäre, würde ich mal sagen. Ja, der interne Speicher beträgt hier beim P30 Lite fette 128 GB. Das ist richtig viel. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, trotzdem noch eine MicroSD einlegen zusätzlich oder aber alternativ zwei Nano-SIM-Karten. Auch das ist prima, denn so könnt ihr das P30 Lite, wenn ihr wollt, als Dual-SIM-Smartphone einsetzen. Also auch hier alles Paletti. Ja, das hier sind die mitgelieferten Kopfhörer des Huawei P30 Lite. Wir kommen zum Thema MP3 Audio. Ja, wenn man sie so aneinander klickert, dann merkt man, hier ist Plastik an Bord. Also die klingen auch nicht so wirklich gut. Aber ich werde gleich nochmal was zu dieser Vorbestelleraktion und zu den Freebuds sagen, die ihr hier abgreifen könnt. Jetzt wollen wir erstmal uns ein bisschen anschauen, was wir hier für eine ja, Audioausstattung haben. Hier gibt es einen Menüpunkt, der nennt sich Huawei Histon Soundeffekte. Da könnt ihr einiges einstellen, zum Beispiel den Kopfhörertyp oder aber wenn ihr ein Huawei oder Honor Kopfhörermodell kauft, sogar genau das Modell und dann wird der Klang halt so ein bisschen optimiert und angepasst. Ja, ansonsten kann man hier alles auf automatisch einstellen oder aber 3D-Soundeffekte auswählen. Macht das nicht, das vermatscht den Sound nur, das ist echt totaler Quatsch. Sinnvoll hingegen ist hier bei Standard halt der EQ, der Equalizer. Da könnt ihr halt auch so ein paar Presets auswählen oder aber einen, ich glaube, 11-Band-EQ hier einstellen. Es gibt auch einen Bassbooster. Also das macht schon Sinn, da könnt ihr nämlich, habt ihr viel mehr Kontrolle, was den Sound angeht. Also das ist sehr vernünftig. Wie gesagt, die Kopfhörer klingen nicht so doll, aber es gibt ja eine Alternative. Jetzt wollen wir aber erstmal noch schnell uns den Kopfhörer anhören. Das ist ein Mono-Lautsprecher. Hier unten ist der verbaut. Hier oben kommt leider nichts raus. Schade, schade. Ich hätte gerne Stereo-Lautsprecher gehabt, aber wie gesagt, hier kommt nichts raus. Und naja, wir wollen uns mal anhören, wie der interne Lautsprecher klingt. Der ist wirklich sehr laut, wenn ihr wollt, und klingt eigentlich überraschend gut. Ich stelle jetzt mal volle Lautstärke ein, nicht erschrecken. Also schon ziemlich laut.
fängt dann allerdings auch einen kleinen Tick an zu zerren. Aber wie gesagt, der interne Lautsprecher klingt wirklich gar nicht so übel. Ja, wenn ihr gerne Musik hört, dann werdet ihr euch freuen, dass es eine Vorbestelleraktion für das Huawei P30 Lite gibt. Nämlich hier diese Huawei FreeBuds Lite gibt es dann kostenlos als Zugabe obendrauf. Die haben normalerweise einen Wert von, ich glaube, 129 Euro. Wahrscheinlich kriegt ihr sie mittlerweile auch für 99 Euro. Aber wie auch immer, das sind kabellose Bluetooth In-Ear-Headsets, die wirklich ganz gut klingen. Wir wollen mal jetzt einen kurzen Blick nur werfen. Vielleicht mache ich später nochmal ein separates Video zu diesen Kopfhörern. Hier seht ihr schon die Box mit der Kopplungstaste und sie werden halt hier drin geladen. Hier ist so eine Leucht-LED, die den Ladezustand anzeigt. Und wenn ihr sie rausnehmt, woran erinnert euch das? Natürlich an die Apple-Kopfhörer. Und genauso fühlen sie sich eigentlich auch an. Wir werfen nochmal einen schnellen Blick hier in den Lieferumfang. Da sind so zwei ganz dicke Hefte bei. Ich weiß auch nicht, in wie vielen Sprachen Huawei mittlerweile seine Geräte liefert. Egal, man braucht die auch nicht. Das erklärt sich ja eigentlich von alleine. Dann haben wir noch hier ein USB-Kabel. Das ist übrigens ein Micro-USB-Kabel, weil diese Box hier dummerweise kein C, sondern noch einen B-Anschluss hat. Aber egal, Kabel ist ja dabei. Und in ihr Adapter für verschiedene große Ohren haben wir auch. Also wie gesagt, solltet ihr euch überlegen. Allerdings ist natürlich auch zu überlegen, dass das Smartphone wahrscheinlich relativ schnell günstiger wird. Wenn ihr diese Vorbestelleraktion wahrnehmt, müsst ihr halt 369 Euro auf den Tisch legen. Aber dann mit den FreeBuds. Ja, hier seht ihr die Hauptkamera des P30 Lite. Eine Triple Cam, Normalobjektiv, Ultraweitwinkel und eine TOF-Linse mit einer Auflösung von maximal 48 Megapixeln. Hier dann vorne die Selfie-Linse in dieser Dewdrop-Aussparung. Die Selfie-Kamera hat eine Auflösung von 24 Megapixeln, also auch ziemlich fett. Beispiel Bilder gibt es später. Jetzt wollen wir erstmal noch mal schnell einen Gang durch die Foto- und Video-App machen. Das ist die, die wir auch von anderen Smartphones mit der eMotion UI 9.01 kennen. Es gibt ja einen AR-Modus, einen Nachtmodus, einen Porträt-Modus. Da könnt ihr unterschiedliche Dinge einstellen, wie der Hintergrund aussehen soll, die Beleuchtung und dann auch den Beauty, den Verschönerungsgrad. Könnt ihr also wunderbare Selfies, Porträts mitschießen. Hier der Fotomodus, dann haben wir noch einen Videomodus und dann gibt es noch so einen Taster mehr. Da verbergen sich dann ganz viele Modi, unter anderem auch mein geliebter Blendenmodus. Das ist eigentlich nach wie vor der Modus, mit dem ich am liebsten fotografiere, wenn ich Objekte näher an mir dran habe, weil man hier die Blende virtuell runterschrauben kann und dann so schöne unscharfe Hintergründe erzeugen kann. Und ja, man kann diese Geschichte dann auch nachträglich ändern. Ihr könnt den Fokuspunkt setzen und den Grad der Unschärfe und so weiter. Das kennt ihr wahrscheinlich von anderen Huawei-Smartphones oder von anderen, von Smartphones. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe, zumindest in dieser Preisklasse. Aber es funktioniert einfach auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, was haben wir noch hier bei den weiteren Fotomodi? Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer ist dabei und natürlich auch ein Profi-Modus. Im Profi-Modus könnt ihr dann hier alle möglichen belichtungsrelevanten Dinge manuell einstellen. Auch das gehört sich so bei einem vernünftigen Smartphone. Und ja, die Auflösung im Fotomodus beträgt ja, wie gesagt, maximal 48. Ihr könnt aber auch 12 Megapixel einstellen, das ist auch die Voreinstellung. Dann werden nämlich vier Lichtpunkte zu einem zusammengefasst und dann fängt das P30 Lite mehr Licht ein. Das macht durchaus Sinn. Und ja, hier gibt es noch ein paar weitere Einstellungen, die schenke ich mir jetzt mal. Im Videomodus könnt ihr maximal Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde eindrehen. Ist hier auch ein EIS, also ein elektronischer Bildstabilisator an Bord. Und der funktioniert auch ganz okay, werdet ihr gleich auch sehen in dem Beispielvideo, was gleich folgt. Aber jetzt wollen wir uns erstmal gemeinsam Beispiel Fotos ansehen, den ich mit dem P30 Lite gemacht habe. Ja, hier die Beispielfotos, die ich mit dem Huawei P30 Lite gemacht habe, und zwar mit der Hauptkamera im Automatikmodus. Die Blende liegt hier bei f1.8 und ich habe jetzt mal nicht 48 Megapixel eingestellt, sondern 12, also die Standardeinstellung. Und wie ihr seht, ist das auch ausreichend scharf. Und ja, mir gefallen diese Bilder, muss ich mal ganz klar sagen, ausgesprochen gut. Ich betone das so, weil ich habe ein, zwei andere Tests waren das nicht so, Hands-on-Geschichten gelesen, wo die
YouTuber so ein bisschen die Bildqualität bemängelt haben, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wirklich 0,0. Diese Kamera macht einfach total geile Aufnahmen. Also natürlich gibt es noch einen Respektabstand zum P30 Pro beispielsweise oder auch zum P30. Aber trotzdem, Leute, für 369 Euro ist das hier wirklich richtig gut. Also lasst euch da bitte nicht verwirren von irgendwelchen komischen Testern, die, ja, weiß ich nicht, das Handy vielleicht gar nicht in der Hand gehabt haben. Die Bildqualität ist richtig gut. Es gibt allerdings eine Ausnahme, zu der kommen wir gleich, übrigens eine Bokeh. Aufnahme. Es gibt auch einen AI-Modus hier, das kennen wir ja mittlerweile von Huawei und Honor Smartphones. Es gibt aber eine Sache, von der war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht oder sagen wir mal verwirrt, und zwar ist das der Nachtmodus. Das hier ist bei gutem Licht wunderbar, wie alle anderen auch, und jetzt kommt eine Aufnahme in totaler Dunkelheit, das ist im normalen Modus fotografiert, also Foto nennt sich der ja, und das hier ist der Nachtmodus. Da hat es überhaupt nicht funktioniert, ich weiß nicht warum, ganz komisch. Hier nochmal ein zweiter Versuch, auch im Nachtmodus, das dauert dann so 10 Sekunden die Aufnahme, klappt aber nicht. Hier, das ist mit Blitz, die ist übrigens richtig gut, diese Blitzlichtaufnahme. Und jetzt kommen Aufnahmen, da hat es funktioniert. Das hier ist der normale Fotomodus und das hier der Nachtmodus. Achtet vor allem mal auf den Boden. Hier kommt noch ein zweites Beispiel bei völliger Dunkelheit. Achtet mal auf den Boden, da wo die Stühle stehen. Hier ist der normale Fotomodus, hier der Nachtmodus. Man sieht wirklich viel mehr. Ich wiederhole das Ganze nochmal. Hier der normale Modus, gleich kommt der Nachtmodus. Also es funktioniert, aber komischerweise irgendwie nicht immer. Das hängt so ein bisschen von dem Objektiv ab, was ihr gerade ablichtet. Ja, die Selfie-Cam, die hat ja 24 Megapixel Auflösung. Ich sehe so ein bisschen verwirrt aus, aber egal. Die Qualität der Selfie-Linse ist wirklich gut hier. Der Bokeh-Modus, okay, schneidet ein bisschen. Aber ich finde es wirklich ziemlich klasse, muss ich sagen. Und jetzt folgt dann auch noch ein Beispiel-Video. So, das waren die Beispielfotos und jetzt wie immer noch auf die Schnelle ein kurzes Video, das ich mit der Hauptkamera des Huawei P30 Lite drehe, und zwar in der höchsten Auflösung Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde. Wie immer nutze ich die internen Mikros und ja, ich habe jetzt noch kein Video gesehen, ehrlich gesagt. Ich bin schon ganz gespannt, aber wenn die Videoqualität auch nur halb so gut ist wie die Fotoqualität, das will ich mal hoffen, dann ja, dürften sich die anderen Hersteller mal warm anziehen. Also ja, ihr merkt, ich bin relativ angetan von diesem neuen Smartphone. Und jetzt geht's weiter mit dem Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit, zum P30 Lite. Und ich will jetzt hier mal eine Lanze brechen für dieses Handy. Vor allem, weil andere YouTuber ja sehr zurückhaltend waren in ihren ersten Hands-on-Videos, waren halt keine Tests. Ich glaube, ich bin der Erste, der einen echten Test gemacht hat hier zum P30 Lite. Die anderen waren so ein bisschen, jo, geht so. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und kann nur das Gegenteil sagen. Dieses Handy ist total gut, total cool. Vor allem, und das ging mir schon beim P20 Lite so vor einem Jahr, so dieses Gefühl, wenn ihr das Smartphone in die Hand nehmt. Das ist einfach wirklich toll verarbeitet, es fühlt sich richtig gut an, hat die richtigen Abmessungen, ist nicht zu groß, also eher kompakt und handlich, auch nicht zu schwer. Also ich finde es wirklich toll. Trotzdem werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Kontrapunkte rechts oben. Gut, es hat keinen Wasser- und Staubschutz, es hat auch kein 4K-Video und auch kein NFC-Chip. Das finde ich ein bisschen schade, aber gut, wer braucht das? Wahrscheinlich nur ganz wenige von euch, die damit bargeldlos bezahlen wollen. Und dann ist der USB-Anschluss halt nur ein 2.0er-Anschluss. Auch das wird 99% der Leute nicht kratzen. Aber ansonsten, guckt mal links auf die Pro-Seite. Wirklich ein tolles Gehäuse, tolle Verarbeitung. Super gutes IPS-Panel mit einem 90% Screen-to-Body-Ratio und so weiter und so weiter. Gute Akkulaufzeit. Also ich finde wirklich ein tolles Smartphone. Ja, links unten seht ihr die Wettbewerber und ja, überlegt euch, ob ihr an dieser FreeBuds Lite Einführungsaktion teilnehmen wollt. Wahrscheinlich wird das Smartphone relativ schnell unter die 300-Euro-Grenze fallen. Aber ja, ihr macht nichts falsch mit diesem Handy. Ja, wenn euch das Video gefallen hat zum Huawei P30 Lite, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Ich grüße euch damit und sage Tschüss, bis bald.